Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, er ist Schriftsteller. Was? Er ist Schriftsteller. Mit jedem Roman auf der Bestsellerliste. Und manche sagen, er ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren. Bei mir hat er eigentlich mit den Hörspielen von Studio Braun die humoristische Früherziehung übernommen. Ich freue mich sehr auf unseren Freund Heinz Strunk. Da kommen wir später zu. Okay. Ich dachte erst mal, ja, soll ich das? Jetzt dich jetzt auch nicht zu interessieren, aber gleich. Okay, und ich stelle das hier rüber, ja, damit das nicht so... Das Weihnachten im Schuhkarton, hast du mir was da reingepackt? Unter anderem, ja. Ja, okay. Ja, genau. Also ich bin gespannt, was das ist. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die... So ist das. Guck mal, du bist Schriftsteller und du bist in einer Fernsehsendung. Mhm. Das kommt ja relativ selten vor. Als Schriftsteller ist man ja so eine Art Nischentyp irgendwie. Also ja. Das Literarische ist ja nicht im Mainstream verhaftet. Deswegen ist es umso schöner, wenn ich mal eine der wenigen Gelegenheiten habe, ja, mein Buch auch, ja, ja, so ist das, einem, ja, breiteren jungen Publikum vorzustellen. Ja, natürlich. In deiner dynamischen Art wird das klappen. Ja. Sag mal, du warst... Hier, Spiegel-Bestseller, ja, Platz 1. Ja, wollte ich doch sagen. Also wenn man jetzt über das Schriftstellertum an sich spricht, ja, dann bist du, sag ich mal, weniger abgekoppelt in dieser Welt, als man so meint. Denn was ich wirklich an dir schätze, ist, du bist absoluter Experte für Nachmittagsfernsehen. Ist das deine Entsprechung der Raststätte im Fernsehen, dass du nachmittags gerne Fernsehen guckst und so guckst, was machen die Wollnys heute wieder... Was ist los bei Goodbye Deutschland? Ich darf dich aufs Energischste korrigieren. Die wollen, die laufen 20.15 Uhr. Primetime jetzt momentan als Doppelfolge, weil es so erfolgreich ist. Ja. Und tatsächlich aus allgemein seelischen Hygienegründen habe ich das damit das Trash-TV-Fernsehen vor Jahren schon an den Nagel gehängt. Aber du hast recht, ich habe eine meiner Lieblingspersonen, mein Lieblingsmensch, könnte man sagen, ist Silvia Wollny. Ja. Und ich schreibe immer die schönsten Zitate von Silvia Wollny direkt aus dem Fernsehen auf und verarbeite das in meinem Kram. Ja. Also unter anderem auch in den Dialogen. Also ich glaube, da ist in Niemdorf-Wuhr ist kein Satzfragment von Frau Wollny drin, aber... Könnte gut sein. Diese Wahrheit, die du da über Menschen verkündest, warum ist dir das so ein Anliegen, das immer so genau und dann teilweise auch ziemlich hart zu beschreiben? Zum einen ist es so, dass die Leute, die mir sag mal, vorwerfen oder sagen, ich würde die Welt aus einem doch etwas düsteren Blickwinkel betrachten, die lade ich mal ein, einen Tag auf einer Autobahnraststätte ihrer Wahl zu verbringen. Und was einem da an so begegnet, da bin ich in meinen Beschreibungen noch relativ moderat. Es macht mir Spaß und es ist so, eine glückliche, reiche Familie an der Elbchaussee, beide Eltern Ärzte und so, das ist relativ uninteressant, weil ohne jegliche Dramatik. Und in dem Fall ist es ja auch so, ich habe ja, also der Protagonist ist ja ein erfolgreicher Wirtschaftsdirektor. Genau, dem geht es eigentlich gut. Ist eigentlich erfolgreicher als die Protagonisten deiner Bücher normalerweise. Und trotzdem nimmt er sich vor, im Sommer 3 Monate lang in Niendorf an der Ostsee seine Zeit zu verbringen und will eigentlich eine Familienchronik aufschreiben und hat sich da so Tonbänder mitgenommen und sich das alles ganz toll vorgestellt und stellt aber fest, das gibt alles nichts her. Und eins nach dem anderen eigentlich zerbröselt ihm so ein bisschen auch so sein eigenes Dasein. So. Es wird alles ganz schrecklich. Und dann gerät er eben in die Hände von dem eben genannten Schwerstalkoholiker und verwahrlosten Typ Breda, dessen Nähe er zunächst total meidet, wie der Teufel das Weihwasser. Und aber der Breda übt einen seltsamen Sog auf ihn aus, außerdem vereinsamt in diesen 3 Monaten der Rot. Ja. Und es passieren noch ein paar externe Sachen, die ihn noch zusätzlich irgendwie aus der Verankerung reißen. Sag mal, darf ich jetzt mal deinen mysteriösen Karton hier? Man kann ja, weißt du, es kann wirklich, ich denke, wenn man das gelesen hat und wenn man auch so sonst weiß, ne, was ich, dann so, es könnte alles da drin sein. Es könnte ausgehen, wie wenn Brad Pitt bei 7 in diesen Karton reinguckt. Ja. Man weiß es nicht. Aber du hattest ja von deiner humoristischen Sozialisation gesprochen. Ja. Und ich bin jetzt ja im Drittberuf. Ich war ja ursprünglich Musiker, dann hauptberuflich Humorist, obwohl man mir das kaum anmerkt. Ja. Und, und habe derzeit sehr intensiv alles Mögliche gesammelt, unter anderem Silvia Wollny-Zitate und aber auch schöne Schlagzeilen. Ja. Und da habe ich heute eine Reihe zusammengestellt, mit der ich dich verwöhnen möchte. Ja. Die können wir uns ja mal
gemeinsam angucken. Du hast sie noch nicht gelesen, deswegen ist es eine schöne Überraschung. Willst du vielleicht beginnen? Ja, das sind also echte Schlagzeilen. Ja, das ist ja schön, sonst wäre albern, dass sich irgendwas zu. Das sind echte Schlagzeilen, die so in der Zeitung standen. Ja, genau. Okay, gut. Ich lese einfach die erste vor hier. Das letzte Steinzeitvolk der Erde entdeckt. Sie können nur bis zwei zählen. Das war eine echte Schlagzeile. Ja, tatsächlich. Ja. Das, ich weiß den Zusammenhang, kenne ich nicht mehr, aber man fragt sich, wie das sein kann, dass man rausfindet, dass die nur bis zwei zählen können. Spiegel-Bestseller, Platz 1. Kann man sich das vorstellen? Vorhin hast du ja Joe Biden erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass die Mutter von Joe Biden, die immer noch lebt, Schuhgröße 60 hat. Verrückt, ne? Deswegen ist sie auch so selten, sieht man sie auch so selten in der Öffentlichkeit. Und ist das ihr Schuhkarton? Ja, aber wenn man Schuhgröße 60 hatte, könnte man noch fast besser auf dem Rücken laufen. Wir sind jetzt aber eigentlich schon ein Stück weiter, denn Heinz Strunk hat netterweise seine Lieblingsbildschlagzeilen der letzten Jahre mitgebracht. Und wir können mal die Geschichte, so wie Markus Lanz sagt, die Geschichte hinter der Schlagzeile, die wollen wir natürlich rausfinden und interessiert uns, was da genau vorgefallen ist. Beziehungsweise selbst interpretieren. Toll. Und jetzt hier, bisschen schlüpfrig, aber... So, jeder vierte Deutsche ist nach dem Onanieren unzufrieden. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, ne? Kann man sagen. Aber jeder vierte, naja, ganz schön. Aber warum, fragt man sich, ne? Aber hat das direkt damit zu tun? Ja, scheinbar schon. Das ist ja wissenschaftlich Expertise da irgendwie, oder wie das heißt. Ist das eine Telefonumfrage? Also wir haben das erhoben. Ja, das direkt weiß ich doch alles nicht. Ja, das sind wahrscheinlich Leute, die Velux-Fenster haben. Ja. Da kann man das dann sehen. Ja. Und wenn die danach einigermaßen zerknirscht gucken, wird das vermerkt. So, willst du auch mal eine vorlesen? Ja, die finde ich besonders schön, weil sie so ein bisschen, es ist so etwas unklar. Jägerin peitscht Tierschützer mit drei Geräten aus. das ist eigentlich Originelle an dieser Schlagzeile ist, sind die drei Geräte. Also, die Jägerin hat offensichtlich drei Geräte, von denen wir nicht wissen, welche es sind. Und peitscht einen Tierschützer, aus welcher guten Gründen, damit aus. Wollen wir noch eine? Ja, na sicher. Gaffer essen Feuerwehrleuten die Brötchen weg. Schon sehr lustig, ne? Ich lese sie ganz schnell vor, ne? Dinosaurierfrau erschreckt Pferde. Whatever happened there? Gehirnloses Glibberwesen hat 720 Geschlechter. Soll es geben, ne? Wie reden die von Joko?